Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von The Hunter Call of the Wild. Wir wollten jetzt in der Folge die Mission machen, genau die hier, Hope 5. Geh nach, hast du nicht gesehen, Heiß und erledige Heiß, Alter. Kann das Wort gerade nicht aussprechen. Erledigen Sie eine Weißwedelhirsch aus maximal 45 Meter Entfernung. Ronachi Heiß, Heiks heißt er, glaube ich. Ach, keine Ahnung, kann ich Scheiß gar nicht aussprechen. Aber ihr wisst, was ich meint. Deswegen werde ich jetzt nochmal die Zeit umstellen. Und spricht er, glaube ich, Heiks aus. Heiks, keine Ahnung. Heik, Heik, ach, Teich, leck mir am Arsch. Ihr wisst, was ich meint. Wir sind alle Hai. Ne? Passt schon. Also ihr wisst ja, wo wir hier sind, ne? Die Mission wollen wir jetzt versuchen. Dazu müssen wir gucken, ob wir hier irgendwie einen Weißwedelhirsch finden und den dann auch an auf 45 Meter rankühlen, was ist denn los heute, callen können, damit wir hier vorwärts kommen. Das ist der Wildschwein-Caller, glaube ich. Ist kein Caller mitgenommen für den Hirsch. Oh, das ist doch richtig scheiße, ne? Lockmittel, Hirsche, da ist er doch. Schweinlockpfeife packen wir mal weg. Ich habe die Zeit natürlich umgestellt, weil das morgens eigentlich immer ein bisschen besser ist normalerweise. Aber bis jetzt sehe ich hier noch gar nichts. Und hören sowieso nicht. Ben müsste sowieso in dem Umkreis da hinten sein. Weil hier weiter vorne zählt das noch nicht zum Gebiet. Ob ich mal da irgendwas finde. Und der auf 45 Meter rangeblökelt krieg, Das ist bei einem Weißwedelhirsch eigentlich kein Problem. Wird sie auf den Boden gelegt, den Betten auf den Wind gekickt und dann geht das schon. Sprinte jetzt hier mal Betten. Weil hier vorne ist, glaube ich, denke ich, sowieso noch nichts. Hä? War schon hier. Doch, da war irgendwas. Irgendwie hat er gerade was angezeigt. Weißwedelhirsch. Passt mir jetzt ja gar nicht im Kram. Das passt mir jetzt ja gar nicht in den Kram, Munition wollte ich da eigentlich rauf machen. Ah, wo sind die Pfeile? Bin ich jetzt schon in dem Gebiet? Ich hoffe doch mal. Man fühlt sich mehr der Randkorn.
Gar nicht mal so einfach, Leute, ich sag euch. Nein, hau nicht ab, hau nicht ab, hau nicht ab, hau nicht ab. Er hat mich gesehen. Dauert so lange. Oh nein, Alter. Dann kommt dieses super-duper eben noch dazu. Warum schieße ich auch mit der Armbrust, Warum muss ich auch mit der Armbrust schießen, ey, mal ganz im Ernst? Warum? Oh, das gibt's doch nicht. Ich glaube, diesmal schieße ich denn mit der 243er. Gibt's doch nicht. Ist das scheiße, Jetzt ist er hier irgendwo in dem Gestrüpp, jetzt siehst du hier nicht, Oh. Wie soll ich den hier erkennen? Oh, ich raste gleich aus, Alter. Oh. Wieder mit dem Bogen, Armbrust hier. Oh. Oh, jetzt hole ich mir den, aber er mag das jetzt mit der 243, jetzt reicht's mir. Unglaublich, ja. Ich weiß nicht mal, ob das ein Weißwedelhirsch ist. Weißwedel? Ich muss mal gucken. Beeil dich! Oh, hat das wandert? Jawohl! Haben mal wieder eine Mission abgeschlossen hier. Oh, unglaublich. Jetzt haben wir gleich die nächste.
Werde natürlich mal gucken, was wir hier für eine Mission haben. Gehe zur Krakenseilbrücke, erlege einen Schwarzwedelhirsch aus mindestens 200 Meter Entfernung mit einem Gewehr mit Zielfernrohr und verwerte ihn. Okay. Klingt da jetzt nicht so schwer. Klingt da jetzt nicht so schwer, ne? Gut, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dann. Tschüss.